Hallo ihr Lieben. Ich darf den neuen nächsten Input euch vorstellen. Es ist Michael Rekord, arbeitet bei PowerShift, einem so coolen Ort, dass ich mich auch irgendwann mal beworben habe, aber es nicht geschafft habe. Aber er hat es geschafft und wird uns was zu klimagerechte Rohstoffwende erzählen. Und ja, viel Spaß dabei. Es wird danach noch ein bisschen Zeit für Fragen geben, also falls ihr Fragen habt, schreibt sie euch auf, merkt sie euch und meldet euch dann oder gebt mir ein Zeichen, dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Viel Spaß! Ja, vielen, vielen Dank, Johannes. Hört man mich schon? Ja, ich glaube, sehr gut. Vielen Dank auch an die Techniker. Ich spreche heute über die klimagerechte Rohstoffwende und werde so ein bisschen versuchen, einen Mix zu machen. Eigentlich spreche ich immer über die dunkle Seite, die ihr unten seht. Das spreche über den Bergbau, den Abbau von Metallen. Ich weiß nicht, ob ihr gestern den Sebastian hier gehört habt, zu Lieferketten von Laptops. Ich will heute ein bisschen drüber sprechen, wie eigentlich die Klimakrise bekämpft werden kann und gleichzeitig wir doch auch bei Rohstoffen ansetzen können. Vielleicht ganz kurz zu mir und PowerShift. Ich bin Michael Rekord, arbeite jetzt seit fast 10 Jahren schon bei PowerShift für den Bereich Rohstoffpolitik. Und als PowerShift arbeiten wir für eine gerechte Weltwirtschaft. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten viel zu Handelsabkommen wie CETA, TTIP und andere, Mercosur. Meine Kollegin Hanna Pilgrim und ich arbeiten zur Rohstoffwende. Wir gucken uns auch auf Berliner Ebene an, wie kriegen wir hier eigentlich eine Mobilitätswende umgesetzt. Und wir haben sehr stark auf der Berliner Ebene zum Ausstieg der fossilen Rohstoffe gearbeitet. Ich sag mal, eine der wenigen Schlachten, die wir gewonnen haben. Und bei den anderen kämpfen wir weiter. Vielleicht zum Eingang ein politisches Framing mit einem Zitat, was wenige Tage alt ist. Im letzten Monat Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der EU, wo sie unter anderem gesagt hat, unabhängig davon, ob wir über Computerchips sprechen oder über Speicherzellen für Solaranlagen, der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation hin zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Und wir kennen alle diese Debatten. Ich zeige euch nachher nochmal einen Zeitungsausschnitt. Sagen Lithium, Kobalt, Kupfer, all das, was in unseren Windkraftanlagen drin ist, in den E-Autos, die wir auf den Straßen sehen und in vielen Technologien, die wir hier nutzen oder über die wir hier auf der Bits und Bäume auch diskutieren. Wenn man sich anguckt, das sind Zahlen von der Weltbank, die sich hier auf die Internationale Energieagentur berufen, wie sozusagen sich der Wandel, die Dekarbonisierung auswirken wird auf die Metallnutzung, dann sieht man sozusagen, wir sind hier 2020, 2040, wir brauchen ungefähr 40 Millionen Tonnen gewisser Rohstoffe und das wird sich bis zum Jahr 2050 unter Umständen vervierfachen. Und wir werden umso mehr metallische Rohstoffe brauchen, umso erfolgreicher wir sind mit der Dekarbonisierung. So die Ziele und so die Aussagen vieler wie der Weltbank, die Europäische Union, die Bundesregierung, aber auch die Bergbauindustrie, wenig überraschend. Dieses Wachstum des Geh- und Verbrauchs an metallischen Rohstoffen führt dazu, dass wir uns bewusst machen, dass wir als Deutschland, wir als Europa eigentlich arm sind an metallischen Rohstoffen. Unseren Kupferbedarf in Deutschland konnten wir eigentlich nur bis in die 1890er Jahre mit heimischen Lagerstätten bedienen. Ironischerweise ist danach aus der kolonialreichen Namibia sehr viel Kupfer nach Deutschland gekommen und was sozusagen dort an Elektrifizierung nicht passiert ist oder erst verspätet passiert ist, hat sozusagen geholfen, in Berlin Stromnetze aufzubauen. Die EU beschäftigt sich mit der Herkunft von diesen Metallen für die Zukunftsenergien und sie framen das als eine kritische Rohstoffliste, die sie alle 3 Jahre veröffentlichen. Das machen andere Länder, die USA, Japan oder andere Regionen auch, China. Und sie sagen, critical, also kritisch, sind für sie Rohstoffe, die wir zum einen für unsere Industrie brauchen, die wir zum anderen für moderne Technologien brauchen und die wir drittens zum Umweltschutz brauchen. Wobei hier Umweltschutz sehr stark auf die Dekarbonisierung fokussiert ist. Denn Bergbau hat starke Umweltauswirkungen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Man kann dort links erkennen,
welche Technologien sie zum Beispiel als moderne Zukunftstechnologien klassifizieren. Das sind Batterien, vor allen Dingen Mobilitätsbatterien für die E-Mobilität. Das sind Fuelzellen, Motoren, Windkraftanlagen, PV-Zellen, Robotics für die Industrie, Drohnen, zum Teil auch in dem militärischen Komplex, militärischen Sicherheitskomplex, 3D-Drucker und generell Kommunikationstechnologien. Und wenn man sich dann anguckt, welche Rohstoffe in diesen Technologien enthalten sind, dann kommt man im Grunde auf eine Liste, die anfängt bei leichten, seltenen Erden, über schwere, seltenen Erden, bis am Ende Lithium, beziehungsweise die Liste geht noch weiter, da steht auch irgendwann Aluminium. Und insgesamt hat die EU sozusagen 30 kritische Rohstoffe definiert, wo sie sagen, da ist die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet, weil man von einzelnen Ländern abhängig ist, wie Russland oder China vor allem, oder auch der Demokratischen Republik Kongo, also die EU definiert das als instabilere Länder und wo sozusagen sehr starker Nachfragedruck ist. Gleichzeitig, diese Debatte, ihr erinnert euch noch an die Folie von vorhin, wir brauchen bis 2050 wahrscheinlich das Vierfache an metallischen Rohstoffen, verdrängt eigentlich, dass wir nach Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich massiv schon mehr Metalle brauchen für unsere Technologien, für unsere Gebäude und dass sich von 2000 an oder 2005 sozusagen der Rohstoffverbrauch verzwei- oder verdreifacht hat. Das heißt, schon heute bauen wir mehr Metalle ab, brauchen mehr Metalle. Und das starke Wachstum von 2000 bis 2013 hat sicherlich auch was damit zu tun, dass mit China ein neuer Player auf den Weltmarkt kommt, mit einer nachholenden Entwicklung, wo sozusagen sehr viel in Gebäude, in Mobilität investiert worden ist. Und gleichzeitig aber ist natürlich auch unser Lebensstil und unsere Lebensweise deckt sich damit ab. Jetzt haben wir das Wissen, wir verbrauchen schon heute viel mehr als unsere Elterngeneration und unsere Kindergeneration wird vielleicht noch mal mehr brauchen. Jetzt könnte man denken, naja, Metalle, das ist ja eigentlich ganz praktisch, die kann man vielleicht auch im Kreislauf führen, die kann man wiederverwerten, trotz des Wachstums, wo ist das Problem eigentlich damit? Und wir haben zusammen mit dem Arbeitskreis Rohstoffe, ein Netzwerk aus Umwelt-, Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen, ein kurzes Argumentarium gemacht. Ich kann auch gleich hier vorne welche hinlegen. 12 Argumente für eine Rohstoffwende. Und eines unserer Argumente ist, dass der Bergbau immer wieder Menschen und Menschenleben gefährdet. Sei es, dass zum Beispiel Schwermetalle ins Grundwasser gelangen, sei es an einigen Stellen, Sebastian Jekutsch von Verlötet hatte das gestern als Thema, Kinderarbeit in den Lieferketten zu finden ist, vor allen Dingen bei Rohstoffen wie Gold und zum Teil Kobalt. Wir sehen die Lebensgefahr für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Bergwerken, Schwermetallbelastung und im Grunde ganz klassisch, der Bergbausektor ist ein Sektor, der sehr wasserintensiv ist und sehr landintensiv. 75% aller Minen auf der Welt sind offener Tagebau. Das heißt, das sieht eher aus wie im Rheinischen Braunkohlerevier oder in der Lausitz, als wie wir das vielleicht aus dem Ruhrgebiet kennen, wo irgendwo ein Loch und ein Schacht ist und man sieht eigentlich nicht, was passiert. Das heißt, wir haben hier viele Konflikte, die sich entlang von Land und Wasser entspringen und zum Teil in sehr trockenen Regionen, sei es in den Anden, sei es in der Mongolei, wo schon heute Wasserknappheit ist und es Konflikte gibt zwischen Trinkwassernutzung oder Weidewirtschaft und Bergbau. Gleichzeitig nicht nur, dass wir für Dekarbonisierung zum Teil mehr Rohstoffe gebrauchen, der Bergbau selbst wird immer risikoreicher. Das liegt daran, heute ist eine Kupfermine lukrativ, wenn wir 1% Kupfer aus dem Gestein gewinnen können. Das heißt, wenn wir eine Tonne Erde bewegen, haben wir am Ende 10 Kilogramm Kupfer. Die Tendenz ist dahin, dass wir in Zukunft nicht mehr 10 Kilogramm aus der Tonne gewinnen, sondern eher nur noch 5 Kilogramm. Das heißt, um 10 Kilogramm Kupfer zu gewinnen, müssen wir 2 Tonnen bewegen. Und das heißt auch, dass wir mehr Chemikalien einsetzen müssen, dass wir mehr Wasser brauchen, dass wir mehr Land brauchen und wiederum, dass wir mehr Minen brauchen. Wir diskutieren, und das ist leider gerade parallel, über Tiefseebergbau. Meine Kollegin Marie-Louise Abshagen und Till vom WWF sind sozusagen gerade im anderen Raum und zeigen die Debatte, dass wir mittlerweile in die letzten vom Menschen unberührten Gebiete gehen, um dort Rohstoffe vom Boden zu kratzen oder zu reißen.
Und genau, das nur, weil wir diese Prognosen haben und den Druck haben, Rohstoffe zu haben. Jetzt sehen wir schon medial im letzten Jahr, ihr seht links und ganz rechts zwei Titel vom Spiegel. Einmal ist es Raubbau im Namen der Umwelt und einmal heißt es Raubbau für die Rettung des Planeten. Das eine ist Print, das andere ist online. Sozusagen Artikel und ein stärkeres Wissen, was sind eigentlich die Konflikte. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wer von euch den Graslutscher kennt, ein Blogger, Veganer, der auch sehr viel zu Nachhaltigkeit bloggt, sehr interessant, der sozusagen dann wiederum eine Gegenposition aufgreift und sagt, hey, der Spiegel ist eigentlich viel zu kurz gegriffen in seiner Kritik. Das heißt, wir sehen jetzt schon medial Konflikte zwischen einzelnen Perspektiven und die lassen sich im Grunde fast auf die Frage Klimakrise versus Bergbau an einigen Stellen zusammenfassen. Frage ist, wie nachhaltig können wir die Klimakrise bekämpfen und schaffen wir es dennoch sozusagen Bergbau in einem Rahmen zu halten? Schaffen wir es nicht, jeden Rohstoff an jeder Stelle der Welt abzubauen? Schaffen wir es, vielleicht Reduktionsansätze durchzusetzen? Und da setzt sozusagen unsere Arbeit an. Und ich will euch sozusagen vier Thesen geben, wie wir glauben, dass das funktionieren kann. Ah ja, und davor noch einmal einen kurzen Exkurs doch noch zum Thema Klimakrise und Metallproduktion. Denn obwohl Metalle sozusagen als klimaneutral zum Teil gebrandet werden. Unsere Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministerium spricht mittlerweile von Green Mining, vom grünen Bergbau. Ist auch der Bergbau selbst und die Verarbeitung der Rohstoffe klimaintensiv. Der Bergbau selbst trägt so ungefähr 1% der globalen CO2-Emissionen raus. Das heißt wirklich, das Erz aus dem Boden zu holen, obwohl da sehr viel mit Diesel und fossilen Energien gearbeitet wird, ist sozusagen nur in Anführungsstrichen 1% der CO2-Emissionen. Viel stärker ist aber die Weiterverarbeitung. Von Eisen zu Stahl, von Bauxit zu Aluminium, von Kupfer aus dem Gestein, bis man dann am Ende ein Kupferkabel hat oder das gleiche für Nickel. Und hier haben wir 10-14% der globalen CO2-Emissionen, die aus dem Bergbau und der Weiterverarbeitung dieser Erze zu Metallen weitergehen. Das liegt zum Teil daran, dass die großen Stahlproduzenten in Ländern sind, die auch große Kohlereserven haben. China, Russland, Indien, Indonesien, die sozusagen billig ihre eigene Kohle verfeuern können, um dies in der Industrie zu nutzen, um dann aus Eisenerz Stahl zu produzieren. Das führt dazu, dass ein japanisch-australisch-deutsches Wissenschaftlerteam sich mal angeguckt haben, ob eigentlich Bergbau mit unseren Klimazielen vereinbar ist. Die haben sich aufgrund der Datenlage aus Japan auf das 2-Grad-Ziel fokussiert. Wie gesagt, das liegt rein an der Datenlage. Politisch würden sie auch sagen, wir müssen eigentlich versuchen, bei 1,5 Grad die Klimaerwärmung zu begrenzen. Das ist aber die Datenlage für 2 Grad und man kann sich im Grunde fast überlegen, wie sie dann für 1,5 Grad aussehen müsste. Ihr seht sozusagen 6 Rohstoffe, Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei und Nickel. Und ihr seht vor der gestrichelten Linie links von euch 4 Grafiken. Das eine sind einmal die Nutzung von Eisen in Hochindustrieländern, also zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder Niederlanden. Ihr seht sozusagen, was die Upper-Middle-Class-Länder machen. Das wären sozusagen Schwellenländer, unter anderem China. Dann sozusagen Lower-Middle-Class und Low, sozusagen die Länder des globalen Südens oder Entwicklungsländer, Beispiel Äthiopien oder Peru. Und ihr seht, was in diesen Ländern heute von diesen Metallen in der Nutzung ist pro Kopf. Das heißt, die rote Linie bedeutet, dass für jemand hier im Raum durchschnittlich 12 Tonnen Stahl in der Nutzung sind. Das sind die Universitäten, auch die Kneste, die Krankenhäuser, die Straßen, die Stromleitung, alles, was für uns geplant wird als Gesellschaft. Und ihr seht dann sozusagen eine schwarze Linie, die durchgehend ist. Das ist sozusagen das Szenario, was man erwartet, was in Zukunft, wie sich das in Zukunft global entwickelt. Und ihr seht dann sozusagen einen blauen Bereich. Und dieser blaue Bereich ist der Bereich, der klimakompatibel ist. Das bedeutet für ein Land wie Deutschland, wir müssten nicht mehr Metalle und Rohstoffe importieren, sondern wir müssten eigentlich unseren Bestand exportieren, um eine globale Gerechtigkeit hinzubekommen. Das heißt, im Grunde müssten wir das Universitätsgebäude irgendwo anders hinsetzen. Oder Autos, die wir heute nutzen, exportieren und nicht Autos, die wir gerade erst bauen.
Und was sozusagen das Fazit dieser sechs Wissenschaftler ist, entschuldigt, das sind wirklich nur sechs Männer in dem Fall, deswegen gendere ich das nicht, ist, es braucht eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Rohstoffverbrauch. Wir müssten den Stock, also das, was wir nutzen, deutlich eigentlich reduzieren. Wir brauchen einen massiven, dringenden, schnellen Ausbau der Kreislaufwirtschaft. Das heißt, weniger Bergbau und dafür die Rohstoffe, die wir haben, viel weiter nutzen. Und das heißt auch, die Wachstumsszenarien, die ich eingangs von der Weltbank gezeigt habe, sind eigentlich nicht mit dem 2-Grad-Ziel kompatibel, sondern es braucht eine Spitze von neuen Bergbau im Jahr 2030. Das heißt nicht, dass es nach 2030 keinen Bergbau mehr gibt. Das heißt aber, es muss deutlich weniger werden und diese steilen Wachstumskurven, die ihr gesehen habt, sind eigentlich nicht in die Zukunft verlängerbar. Und im Grunde stehen wir an dieser Stelle vor der Frage, wie soll eigentlich unsere Zukunft aussehen? Soll die aussehen links, wie sie uns zum Teil von der Industrie verfolgt wird, dass Drohnen unsere Pakete bringen, dass wir mit dem E-Auto oder das autonome Auto zum Bäcker schicken, damit es uns Brötchen nach Hause holt? Wollen wir Care-Roboter? Oder wollen wir sozusagen eine nachhaltige Nutzung auch von metallischen Rohstoffen den Menschen wieder in den Vordergrund stellen? Und sozusagen Energieverbrauch reduzieren und dann intelligent auf Erneuerbare umstellen. Jetzt aber die vier Thesen. Die erste These ist, die Energiewende und die Rohstoffwende sind zum Glück kein Widerspruch. Und da werde ich sozusagen in den ersten drei Thesen, ich werde euch drei Grafiken dazu zeigen. Und die ersten drei Thesen gehen darauf zurück. Wir haben hier eine Darstellung, entschuldigt bitte die Farben, die finale Version kommt hoffentlich in den nächsten Wochen. Unsere Grafikerin sitzt dann, das ist jetzt sozusagen von mir mit meinen Laienkenntnissen Excel. Wir haben Daten des Luxemburg Institute of Science and Technology aus einem UNECE-Bericht. Und man sieht hier den Metalleinsatz pro Gramm pro Megawattstunde. Und ihr erinnert euch an das Eingangszitat von Frau von der Leyen, die sagt, hey, für Erneuerbare brauchen wir eigentlich viel mehr Metalle. Und de facto stimmt das nur bedingt. Wenn wir uns angucken, was zum Beispiel Kohlekraftwerke mit CCS-Technologien, wenn es die irgendwann mal gibt und die funktionieren, was natürliche Gaskraftwerke, was große Wasserkraftwerke an Metallen verbrauchen, ist das im Grunde vergleichbar mit dem, was auch Windkraftanlagen brauchen. Und man sieht im Grunde in dieser Grafik, dass kleine Wasserkraftwerke mit Abstand am besten abschneiden und sozusagen auch die heutigen Photovoltaik-Technologien schon deutlich besser abschneiden als so manche fossile Energie. Wenn ihr euch dann zurückerinnert, wir haben vorhin über kritische Rohstoffe gesprochen. Das heißt, die Rohstoffe, die für Technologien besonders relevant sind und wo die EU besondere politische Anstrengungen übernimmt, verändert sich das Bild ein bisschen. Das heißt sozusagen, wenn wir über kritische Rohstoffe sprechen, müssen wir tatsächlich Photovoltaik viel stärker auch in den Blick nehmen. Denn dort sind viel mehr kritische Rohstoffe verbraucht. Das heißt sozusagen die Masse der Metalle nicht, aber die Gewürzmineralien schon. Man sieht dann aber sozusagen, wenn man die politische Agenda der EU begründet damit, dass wir mehr Windkraftanlagen aufbauen wollen, dann sieht man eigentlich hier, dass Windkraftanlagen wenig kritische Rohstoffe nutzen. Mit dem Wissen dahinter, dass kritische Rohstoffe eigentlich zum Teil eine Kreislaufführungsrate von 1% haben oder weniger, und wir Aluminium, Kupfer oder Stahl eigentlich sehr gut schon heute, noch ausbaufähig, aber schon heute im Kreislauf halten können, heißt das eigentlich, dass sozusagen die Rohstoffversorgung von Wind und Windkraftanlagen kann viel stärker auf Kreislaufwirtschaft umgestellt werden und wäre sozusagen eine der Lösungsmöglichkeiten. Und das Letzte ist, es sind Zahlen und ich erkläre es, weil der Satz nicht ganz einfach zu verstehen ist. Ich musste unsere Pressemitarbeiterin das auch schon 5-mal erklären. Vielleicht ist das auch meine Ausdrucksweise. Im Jahr 2030 wird alleine Volkswagen in Deutschland ca. 9 Millionen Autos produzieren. Laut eigenen Angaben. Ihr Ziel, politisch. 70% davon sollen erneuerbar sein. Und für diese Autos im Jahr 2030 von Volkswagen in Deutschland gebaut, werden sie ungefähr 800.000 Tonnen Aluminium benötigen. Alleine für die Batterien. Eine Batterie von Volkswagen wiegt ungefähr 400 Kilogramm. Ein Auto wiegt im Schnitt 1,6 Tonnen. Das heißt, wir reden hier nur über die Batterien und nicht das Aluminium, was auch noch
um die Batterie herum für die Bewegung genutzt wird. Für den Ausbau der Windkraft bis zum Jahr 2030, also wenn wir die Ziele des Wirtschaftsministeriums nehmen und die Ziele erreichen und die Windkraft ausbauen, brauchen wir im Grunde nur ein Achtel dessen, was Volkswagen alleine im Jahr 2030 an Rohstoffen verbraucht. Das heißt, für mich eine der zentralen Aussagen ist, der Rohstoffverbrauch in unserer Zukunft hängt nicht davon ab, wie stark wir Erneuerbare ausbauen, sondern der hängt im Grunde davon ab, wie wir unsere Mobilität gestalten und ob uns eine Mobilitätswende gelingt oder nicht. Und das sind auch nochmal Zahlen von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, mit Sitz in Hannover. Das ist eine untergelagerte Behörde, die die Geodaten aufarbeiten fürs Wirtschaftsministerium. Und man sieht, in Deutschland wurden im Jahr 2009 bis 2019 jeweils 5 bis 6 Millionen Autos produziert. Wegen der Pandemie war das nur die Hälfte. Aber die Autoindustrie ist am Gesamtverbrauch der Metalle neben dem Bausektor der Treiber. Und ihr seht, ein Viertel alles Stahls geht in die Automobilindustrie in Deutschland. 75% des Bleis für die Starterbatterien, die wir auch in den E-Autos noch haben werden. 40% des Platins, das ist das, was unsere Katalysatoren fein verstäubt über unsere Autobahn verteilen. Zink 37% und selbst Kupfer, einer der Rohstoffe, der gerade droht, weil nicht genug Minen aufgemacht werden und einige ertragreiche demnächst schließen müssen, knapp zu werden, da geht 10% in den Automobilsektor. Für uns als PowerShift, als NGO, aber auch als Netzwerk, als Umwelt- und Menschenrechtsorganisation, die sich mit dem Abbau von metallischen Rohstoffen und der Nutzung davon beschäftigen, heißt das, wir müssen im Grunde die Rohstoffwende und die Energiewende zusammendenken. Und unter Rohstoffwende verstehen wir eigentlich zwei zentrale Dinge. Das eine ist, wir müssen sozusagen unseren Verbrauch in absoluten Zahlen reduzieren. Das heißt, wir müssen anfangen, Wege zu finden, wie wir Kreislaufwirtschaft ausbauen können, wie wir eine Langlebigkeit garantieren können, wie wir eine Reparierfähigkeit entwickeln können und wie wir sozusagen die Metalle, die wir haben, länger in der Nutzung halten. Und der zweite Teil ist, wir werden auch in Zukunft einen gewissen Teil, einen deutlich niedrigeren als heute, an Primärrohstoffen brauchen. Und auch da heißt es, der muss unter den bestmöglichen menschenrechtlichen und ökologischen Abbaubedingungen gebaut werden. Unter Zustimmung der Bevölkerung vor Ort und auch unter einer gerechten Beteiligung an Gewinnen. Denn die meisten Rohstoffkonzerne, die aktuell den Großteil der Gewinne einstreichen, sitzen in Kanada, den USA, England, Schweiz und China. Und vielleicht in den letzten Minuten, bevor ich gerne auch für Fragen und Diskussionen und kritische Anmerkungen zur Verfügung stehe, ist, wo stehen wir eigentlich gerade bei diesen sozusagen großen Worten? Das eine ist, im Rohstoffsektor haben wir in den letzten Jahren und sehen in den nächsten Monaten einige Entwicklungen, was menschenrechtliche Sorgfaltspflichten angeht. Das heißt, das, was Unternehmen machen müssen, die ihre Lieferketten analysieren müssen und Risiken identifizieren und reduzieren müssen. Das ist angefangen 2010 mit einem Gesetz zur Finanzmarktstabilisierung, was sozusagen einen Paragraphen hatte zu Konfliktmineralien, zu Rohstoffen, die Kriege finanzieren in der Demokratischen Republik Kongo oder in anderen Ländern. Wir haben 2017 ein europäisches Lieferkettengesetz gesehen oder bekommen. 2017 auch eine EU-Konfliktmineralienverordnung, die übrigens laut kleiner Anfrage der Bundesregierung auf eine Anfrage der CDU-CSU, ich glaube, das war nicht intendiert, aber zu der Beantwortung kommt, Unternehmen, die sich an diese Konfliktmineralienverordnung halten und ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, ihre Lieferketten analysieren, kommen auch jetzt besser durch die Krisen in Bezug auf Pandemie und gestörte Lieferketten, als auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und gestörten Lieferketten. Und wir haben im letzten Jahr ein deutsches Lieferkettengesetz gesehen, wo wir aus einer rohstoffpolitischen Perspektive große Bauchschmerzen haben, weil das nicht ein gesonderter Risikosektor ist und weil die CDU und SPD sich darauf geeinigt haben, einen Zwischenschritt einzuführen und sozusagen zwischen unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern unterscheiden. Aber das vielleicht später in der Diskussion. Und wir sehen hoffentlich noch in diesem Jahr eine europäische Batterieverordnung, die nochmal konkreter menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten definieren wird. Und wir bekommen hoffentlich, höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr auch ein europäisches Lieferkettengesetz.
Wo wir allerdings noch ganz am Anfang stehen, ist eine Debatte, wie reduzieren wir den Verbrauch. Das Einzige, wo wir als NGOs immer wieder verweisen, und der BUND hat da ein schönes Papier zugemacht, ist das die Kreislaufwirtschaftsstrategie in den Niederlanden, die vorhaben, bis 2050 50% ihres Rohstoffverbrauchs inklusive Metalle zu reduzieren. Ansonsten seht ihr schon, der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat mal einen Prüfauftrag an die EU-Kommission gegeben. Wie kann denn sowas aussehen, den absoluten Verbrauch zu reduzieren? Und wer sich ein bisschen im politischen Geschäft auskennt, so Prüfantrag ist so das vorsichtige Bitte, bitte doch das Thema mal ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Allerdings steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel immerhin der Satz, Ziel der Senkung des primären Rohstoffverbrauchs und geschlossener Stoffkreisläufe. Inwieweit dieser Satz am Ende auch materialisiert wird, in Gesetze, in Strategien, in Vorschlägen, ist absolut offen zum jetzigen Zeitpunkt. Und das hatte ich im Grunde schon etwas gespoilert. Wir sehen als PowerShift, aber auch als NGOs an vielen Stellen, die Mobilitätswende als den zentralen Anker, um auch die Rohstoffwende zu implementieren. Wir brauchen kleinere Autos, leichtere Autos und in der Nutzung geteilte Autos. Die dürfen auch ruhig elektrisch sein. Wir wollen durchaus möglichst schnell aus den Diesel- und Benzinern raus. Aber es müssen weniger werden. Ein 1:1 Ersetzen der heutigen Automobilität von, ich glaube, bis zu 50 Millionen Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind, wird nicht funktionieren. Das wird in einer ökologischen Katastrophe enden. Und ich glaube, das Wuppertal-Institut und andere haben sehr viele kluge Vorschläge, wie zum Beispiel Städte und Gemeinden wieder für den Menschen geplant werden können, wie Supermärkte nicht auf der grünen Wiese entstehen müssen, wie man Fahrradwege, Fußwege und ÖPNV-Infrastruktur ausbaut. Aber die, die in Berlin wohnen, wissen, wie umkämpft das auch ist, vor allem, wenn man etwas außerhalb des Rings wohnt. Ja. Letztes Plädoyer und dann freue ich mich auf Fragen. Im Grunde müssen wir diese gesamten Wenden zusammendenken. Aus ökologischer Sicht, aus menschenrechtlicher Sicht. Wir müssen Mobilitätswende, Energiewende und eigentlich fehlt da noch die Agrarwende und welche Wende es nicht noch alle gibt. Mitdenken, wie können wir eigentlich unseren Rohstoffabbau reduzieren und wie können wir tatsächlich wieder das Wohl der Menschen in den Vordergrund stellen und nicht das Wohl der Industrie an vielen Stellen. Vielen, vielen Dank. Okay, ich gehe erstmal hier vorne hin für Fragen und dann schlängel ich mich mal ein bisschen durch. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, da fehlt noch eine Wende, ganz wichtig, weil wir haben ja gehört, die Autoindustrie ist der große Motor des Stahlverbrauchs und der zweite große Motor ist die Bauindustrie. Ja. Und wir sind ja alle gewohnt, dass unsere Wohnflächen jedes Jahr, also bis vor kurzem, ständig ansteigen. In den 50ern waren es, glaube ich, 25, heute sind es 46. Das heißt, genauso viele Menschen wohnen auf doppelt so viel Fläche und deshalb haben wir Wohnungsnot. Das heißt also, ohne gewisse Einschränkungen im persönlichen Freiraum, sprich beim Wohnen, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und also ich denke, davon habe ich jetzt gar nichts gehört. Ich würde gern mal hören, ob ich da so völlig falsch liege oder ob es da Ideen gibt, außer Holz zu verbrauchen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Wahre und die Flächen und so. Was gibt es da für Überlegungen? Da bin ich leider kein Experte. Ich weiß, dass der BUND sich sozusagen auch die Bauwende anguckt. Und stimmt, das ist eine Auslassung hier gewesen. Es gibt immer wieder Debatten auch um die Kreislaufnutzung der Rohstoffe. Aber generell muss es eigentlich darum gehen, zu diskutieren, wie groß darf oder sollte Wohnraum sein. Aber auch sozusagen, wie geht man mit dem Bestand der Häuser um? Also nicht abreißen und neu bauen, sondern zu gucken, was kann man mit dem Bestand machen. Aber da würde ich an die Kollegen und Kolleginnen vom BUND verweisen, die dazu im Rahmen von Bauwende noch mal aktiver sind. Wer hat es hier gemeldet? Ja, hallo, vielen lieben Dank für den spannenden Input. Ich hätte zwei Fragen, und zwar die erste Frage wäre, wie ihr als PowerShift arbeitet. Also arbeitet ihr in Form von Kampagnen oder auch auf juristischer Ebene, weil gerade auch gestern Abend hatten wir spannenden Input dazu, wie sie schön Konzerne auch wie Facebook verklagen lassen. Gibt es da vielleicht Möglichkeiten für euch zu sagen, okay, ihr verklagt Unternehmen aufgrund der Art und Weise, wie sie Rohstoffe abbauen? Genau, und der zweite Punkt wäre,
ist jetzt quasi der Anteil an Rohstoffen und gefährlichen Rohstoffen, der jetzt für elektrische Geräte verwendet wird, im Verhältnis sehr, sehr gering im Vergleich zu eben, was wir jetzt alles gesehen haben. Dankeschön. Ich fange mit der zweiten Frage an, weil ich da noch diese schöne Grafik habe. Das ist von Visual Capitalist. Ich weiß nicht, wer die Seite kennt. Die machen sehr schöne Infografiken, kann ich sehr empfehlen. Und die haben mal analysiert, welche Metalle wir im Jahr 2019 abgebaut haben. Und man sieht im Grunde, Eisen und Stahl machen 93% aller metallischen Rohstoffe aus. Das heißt, in dem Moment, wo wir es schaffen, das Recycling von Eisen und Stahl um 1-2% zu erhöhen, haben wir einen größeren CO2-Impact erreicht, als wenn wir um viele andere Rohstoffe, die stärker in der Diskussion sind, wie Lithium und Kobalt, das sind diese kleinen Stapel hier ganz unten, die viel stärker medial in der Wahrnehmung sind, wenn wir da größere Erfolge erzielen. Also das heißt sozusagen, die Massenrohstoffe wie Eisen, Aluminium, Kupfer, Magnesium haben eigentlich einen viel größeren Umwelt-Impact in der Masse und auch einen CO2-Impact. Das sozusagen dazu. Das heißt natürlich nicht, dass man diese anderen Rohstoffe verschwenderisch nutzen sollte, weil ich finde manchmal, das ist ganz wichtig fürs Bewusstsein. Da kommt dann auch der Bausektor oder die Automobilindustrie noch mal stärker in die Verantwortung, weil die bei Eisen und Stahl noch mal viel größere Verbraucher sind als, ich sage jetzt mal, eine IT-Industrie. Die erste Frage ist, wie arbeiten wir als PowerShift? Wir verklagen nicht Unternehmen. Es gibt in Deutschland eigentlich seit Ende der 90er Jahre keine Bergbauunternehmen mehr, die außerhalb Deutschlands aktiv sind. Die Preussag war der letzte Konzern aus Hannover. Die wurden dann TUI, der Tourismusgigant, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Also das heißt, deren Wurzeln sind eigentlich auch, ich glaube sogar im Kolonialbergbau zu finden. Aber das macht es für uns schwieriger, Unternehmen zu adressieren. Was wir uns angucken als PowerShift ist zum einen, dass wir als Zivilgesellschaft Netzwerke formieren und als Zivilgesellschaft Positionen finden. Das heißt, wir machen sehr viel in Netzwerken, um dann an Medien, Politik oder an die Öffentlichkeit mit solchen Vorträgen heranzutreten. Und das andere ist, wir gucken uns Lieferketten an. Wir haben zum Beispiel einen Report gemacht über die Lieferkette von Automobilindustrie und haben dann sozusagen auch mit der Autoindustrie gesprochen. Also, obwohl ich dafür bin, eine Mobilitätswende einzuziehen mit deutlich weniger Autos, kleineren, leichteren Autos, hat dennoch schon heute die Automobilindustrie eine Verantwortung, ihre Lieferketten sauber zu bekommen. Das heißt sozusagen, wir sind eher zivilgesellschaftlicher Ebene, politische Ebene, sprich besprechen die Vertreterinnen von Parteien an oder auch der Kommission oder der Ministerien. Und sozusagen auf nachgelagerter Ebene eher die Industrie, weil wir denken, wir müssen den Rahmen ändern, damit Unternehmen gebunden sind an Gesetze, an Vorschriften, an Strategien, um sozusagen sich dann an Gesetze und an Regeln zu halten. Meine Frage bezieht sich auf die Kreislaufführung von den Materialien, die angesprochen wurde bei Windenergieanlagen, aber auch bei Solarzellen. Ist es vielleicht begründbar dadurch, dass Stahl in Windenergieanlagen einfach schon seit Jahrzehnten recycelt wird und wir bisher bei PV diese seltenen Erden im weitesten Sinne einfach nicht bisher recycelt haben? Oder gibt es da andere Gründe, weil es einfach deutlich komplexer ist, weil einfach nicht die Mengen bisher da sind, dass sich ein Recycling lohnt? Ja, es gibt zu Recycling tatsächlich eine sehr schlechte Datenlage. Ich war überrascht. Man findet beim End-of-Life-Recycling eigentlich diese Zahlen und man sieht so ein bisschen, dass kaum Rohstoff über 50% hat. Und es gibt von der Europäischen Umweltagentur Zahlen, dass 95-98% der PV-Anlagen und der Windkraftanlagen eigentlich recycelt werden könnten. Aber wir haben aktuell noch sehr wenige und sehr dezentral. Das heißt, im Grunde bräuchte es Forschungskapazitäten darin, wie kann man dezentral eigentlich eine Windkraftanlage zerlegen. Und wir haben sozusagen auch die Probleme, sehr viel wird mittlerweile mit Carbonstoffen gearbeitet, die im Recyclingbereich eine Katastrophe sind, zum Teil auch als Klebstoffe. Das heißt, da werden Teile verklebt, wo man sie am Ende dann sozusagen nur noch sehr schwer wieder auseinanderbekommt. Wir sitzen gerade an einer Studie, die kommt hoffentlich im November, auch um uns das nochmal anzugucken. Also welchen Rahmen bräuchte es eigentlich gerade für PV und für Windkraft? Welche Unterstützung bräuchte es vielleicht in dem Bereich auch, um da zu pushen, um höhere Kreislaufwirtschaftsziele umsetzen zu können? Ja, mich interessiert, ob ihr vielleicht auch mal untersucht habt, wie Technologien wie der 3D-Druck Ressourcen
Verbrauch, gerade in der Bauindustrie, aber eigentlich auch im Maschinenbau und auch in der Autoindustrie sogar, den Ressourcenverbrauch senken können, weil ja durch den Produktionsprozess eine ganz andere Statik mit sehr viel weniger Materialverbrauch machen können. Und gerade im Bereich Bau sind mir auch Beispiele bekannt, wo man zum Beispiel, was ich in Afrika, einfach vom Dreck um die Ecke Häuser baut und die Hohlräume, also auch 3D gedruckt und die Hohlräume zum Beispiel mit irgendwelchen Reis- oder Maisabfällen füllt und dadurch auch wieder eine bestimmte klimatische Ausgleichseffekte hat. Also dass man einerseits durch die Technologie, wie sie ist, weniger von was auch immer für Rohstoffen braucht, aber andererseits auch Rohstoffe verwenden kann, die gar nicht die klassischen sind, sondern die tatsächlich viel dichter sind an natürlichen Rohstoffen und in der Regel auch zu 100% recycelbar. Also habt ihr euch das mal angeguckt und mit welchem Ergebnis? Die kurze Antwort ist leider nein. Und die etwas längere ist, dass man da relativ wenig Daten drüber bekommt. Das heißt, die Datenlage, es gibt vom Fraunhofer-Institut und der Deutschen Rohstoffagentur gibt es zwei größere Berichte, a 400 Seiten mit Rohstoffen für Zukunftstechnologien. Ich glaube, die erste ist aus dem Jahr 2015, 2016 und die ist 2020, glaube ich, nochmal neu aufgelegt worden. Das heißt, die haben sich das für spezielle Technologien angeguckt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da auch 3D-Drucker bei wären. Gerne eine E-Mail schreiben und ich gucke nochmal in die oder schicke die Studien direkt. Tatsächlich, wir haben, unser Ausgangspunkt war 2015, noch vor der ersten Bits und Bäume, sich auch mal anzugucken, wie eigentlich Digitalisierung und Rohstoffverbrauch miteinander zusammenhängen. Und de facto gibt es da fast nichts an Studien. Beziehungsweise es wird sehr schnell, sehr kleinteilig, dann ist man bei einem Wasserzähler, der sozusagen kreislauffähig gebaut wird oder so, aber sozusagen wenig an Punkten, wo ich sagen würde, das sind politische Hebel, wo man ansetzen könnte, um schneller größere Erfolge zu erzielen. Und das ist beim 3D-Drucker leider auch so. Aber wenn jemand was kennt, ich wäre sehr interessiert, sowas auch zu bekommen. Ich darf jetzt mal kurz zum 3D-Druck was sagen. Die Dame hat da was in den Raum geschmissen, was sehr interessant war. Ich habe mit dem Thema 3D-Druck am Rande zu tun gehabt, mit 3D in Aludruck, speziell im Automobilbereich. Okay. Und wenn ich da sehe, was da eigentlich weniger Material verbraucht wird, weil einfach nur das Teil gedruckt wird, was man braucht. Allerdings muss man dagegen halten, was ist für Energie-Input, um überhaupt so ein Teil zum Drucken. Das müsste man auch noch ein bisschen berücksichtigen. Aber grundsätzlich ist der Ansatz schon sehr gut. Da hört man ein bisschen raus, dass ich im Bereich Automobilbereich herkomme. Ich komme aus Bayern, bin aus dem Bereich, wo sehr viel Automobil, sehr viel Blech produziert wird. Bin auch sehr viel rumgekommen, bin auch in Schwäbische gekommen. Was mich immer entsetzt, muss ich sagen, die Kurzlebigkeit unserer Automobile. Weil wenn ich jetzt hergehe, wie lange leben unsere Automobile, was ist da für A, Rohstoffbedarf und die ganze CO2-Belastung, um das Teil herzustellen. Ich werde belächelt, wenn ich mit einem, ich sage jetzt mal vorsichtig, gepflegten älteren Modell daherkomme, das wo auch, nicht der allerneuesten Abgasnorm entspricht, aber einen sehr hohen Level hat, verbrauchmäßig mithalten kann mit anderen Fahrzeugen, da werde ich belächelt. Aber das funktioniert und ich glaube, ich trage, oder nicht nur ich, sondern die, wo so Fahrzeuge entsprechen, betreiben, tragen auch ein bisschen mit dazu bei, Rohstoffe zu schonen und CO2 zu schonen. Ja, Zustimmung. Also ich glaube, das heute produziertes Auto hält ungefähr 10 Jahre oder wird 10 Jahre genutzt und ist dann sozusagen aus der Nutzung. Das ist natürlich eigentlich für so ein schweres Teil mit so vielen Rohstoffen viel zu kurz. Ich habe 10 gelesen, also Ihr Auto ist 16. Ja. Also ich habe tatsächlich auch das letzte Auto, was ich hatte, ist aber schon ein bisschen her, das hatte auch schon 20 Jahre auf dem Buckel. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Mobilität auch mit weiteren Folgekosten, sprich Infrastruktur etc. Durchaus schwierig, aber es ist besser, Sie nutzen Ihr Auto nochmal 16 Jahre, als dass Sie sich ein neues anschaffen tatsächlich. Ja. Alright, eine Frage sehe ich noch. Ich würde sagen, das ist dann auch die letzte, denn wir haben noch eine Minute Zeit, bevor es in die Mittagspause geht. Du hast ja vor, also auf einem Slide war dir die Entkopplung die Rede von Wachstum und Rohstoffverbrauch. Ist das, funktioniert das? Gibt es da Beispiele? Also ich habe was vom MIT gelesen in Amerika, aber das Buch hat auch nicht so gute Kritiken zum Teil. Also es geht ja darum, Wirtschaftswachstum vom Rohstoffverbrauch zu entkoppeln, also Wachstum trotz und weniger Verbrauch.
Mir ist tatsächlich auch kein Beispiel bekannt. Das ist tatsächlich die große Schwachstelle in der Argumentation halt dieser Wissenschaftler. Es gab in Deutschland die Rohstoffstrategie der Bundesrepublik, die erste, ist von 2010 bis 2020 neu aufgelegt worden. Aber parallel zu dieser Rohstoffstrategie, sozusagen, diese Rohstoffstrategie hat jetzt als Ziel, die Industrie zu versorgen mit metallischen Rohstoffen. Sehr liberal oder neoliberal auf Industrieinteressen ausgerichtet. Und parallel gab es eine Progress, Programm zur Ressourceneffizienz vom Umweltministerium. Und in diesem ersten Entwurf, beziehungsweise in dieser ersten Version, gab es damals das Ziel, Wachstum und Rohstoffverbrauch zu entkoppeln. Mittlerweile spricht man nur noch davon, dass man sozusagen das Wachstum stärker ist als der Anstieg des Rohstoffverbrauchs. Das heißt, die Effizienz steigt. Das ja, aber wir sehen eigentlich, oder meines Wissens gibt es in keiner Volkswirtschaft ein Beispiel, wie das Wachstum, das Wirtschaftswachstum gestiegen ist und gleichzeitig der Verbrauch von Rohstoffen in absoluten Zahlen gesunken ist. Das heißt, im Grunde stehen wir da vor der Quadratur des Kreises oder aber müssen im Grunde überlegen, an welchen Stellen welche Einschnitte. Okay, vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank für Ihre Fragen.